Sie hören den Artikel Alois Coppenrath, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom 22. März 2013. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentationen. Alois Coppenrath. Aloysius Wilhelm Coppenrath, geboren am 9. Oktober 1933 in Groß-Hesepe, heute Ortsteil von Geeste, gestorben am 20. März 2013, war ein deutscher Kaufmann und Unternehmer. Zusammen mit seinem Vetter Josef Wiese war er 1975 Gründer der Konditorei Coppenrath und Wiese, des größten Herstellers von Tiefkühlbackwaren in Europa. Inhaltsverzeichnis: 1. Leben. 2. Literatur. 3 Weblinks, 4 Einzelnachweise. Leben. Alois Coppenrath entstammte einer alten emsländischen Bäckerfamilie. Er wurde am 9. Oktober 1933 als siebtes von 8 Kindern in Groß-Hesepe geboren, wo er auch aufwuchs. Sein Abitur legte er am Gymnasium in Meppen ab. Ab 1952 absolvierte er in Bremen eine kaufmännische Ausbildung bei einer Wollimportfirma und arbeitete anschließend im Außendienst in der Verpackungsindustrie. Später stieg er in den elterlichen Betrieb Coppenrath Feingebäck in Groß-Hesepe ein und sammelte so Erfahrung in der Backwarenherstellung. 1974 entwickelte Alois Coppenrath zusammen mit seinem Vetter Josef Wiese den Plan, gefrorene Sahnetorten auf den Markt zu bringen und damit eine Marktnische zu besetzen. Die Geschäftsidee einer derartigen Konditorei in der Tiefkühltruhe war seinerzeit revolutionär. Das war die Geburtsstunde der Konditorei Coppenrath und Wiese, die sie am 1. Januar 1975 gründeten. Zu diesem Zweck pachteten die Vettern die ehemalige Molkerei in Westernkappeln. Während Coppenrath die kaufmännische Führung übernahm, brachte sich Wiese als Bäcker, Konditor und Tüftler in das Unternehmen ein. Mit zunächst 35 Beschäftigten produzierte Coppenrath und Wiese tiefgekühlte Backwaren. Nach dem Erfolg des ersten Produktes, der Wiener Platte, und der von Wiese entwickelten Aufbackbrötchen wuchs das Unternehmen kontinuierlich. Zum Betrieb in Westernkappeln kam unter anderem 1986 das seinerseits erste Tiefkühl-Hochregallager der Bundesrepublik in Osnabrück-Attern und 1992 eine Konditorei in Mettingen dazu. Nach deren Erweiterung 2003 löste sie den Standort Westernkappeln ab. Durch diese Erweiterungen entwickelte sich das Unternehmen zu einer der modernsten Konditoreien Europas und zu einem der international bedeutendsten Hersteller von Tiefkühlbackwaren. Zum 1. Januar 2005 schied die Familie Wiese aus dem Gesellschafterkreis aus und verkaufte ihre Anteile an die Familie Coppenrath. Zugleich zog sich Alois Coppenrath und Josef Wiese, beide nunmehr über 70 Jahre alt, aus der operativen Geschäftsführung zurück. Coppenrath starb am 20. März 2013 im Alter von 79 Jahren. Sie hörten den Artikel Alois Coppenrath, gesprochen am 22. März 2013 von Viscount SJ. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/alois_coppenrath. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der CC-BY-SA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentationen. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.